1896 gründete Karl Niendorf die Flügel- und Klavierfabrik in Luckenwalde. Nach wechselhafter Geschichte wurde das Traditionsunternehmen im Frühjahr neu aufgestellt und hat sich um den Preis der Wirtschaft Tattoo Fleming beworben. Wir sind zurzeit 7 Mitarbeiter und unser Ziel ist es mal, zwischen 20 und 25 Mitarbeiter zu haben. Stückzahl wollen wir zwischen 350 und 400 Instrumente fertigen und da sehe ich auch gute Chancen, dass wir das schaffen. Es ist schon ganz wichtig, dass wir auch mal die wirtschaftliche Entwicklung Luckenwalde, wenn sie so positiv vorangeht, auch mal aufzeigen. Man sieht das ja, also alle, die hier dran beteiligt sind, alle, die hier mit durch die Räumlichkeiten gehen, sind hellauf begeistert. Denn man kann ja auch was sehen, was anfassen. Hier wird ja schon produziert und das ist, denke ich mal, auch ein Highlight für Luckenwalde. Im Vorfeld der Preisverleihung besucht die Jury einige der 83 teilnehmenden Unternehmen, die sich entweder selbst beworben haben oder nominiert wurden. Initiatoren sind das IHK-Regionalcenter Tattoo Fleming und die Kreishandwerkerschaft, unterstützt von Sponsoren. Vom Preis her, den wir dann auf der Wirtschaftswoche im November diesen Jahres vergeben werden, hängt ja auch ein bisschen Geld dran. Wir haben insgesamt 5.000 Euro Preisgelder. Allerdings wird die Jury dann in der letzten Sitzung entscheiden, wer klar der Preisträger ist und ob es Sonderpreise gibt, so sich der Preis nochmal aufteilen würde. Das Preisgeld ist aber nur ein schöner Nebeneffekt und wird traditionell gemeinnützigen Zwecken gespendet. Öffentlichkeit zu schaffen ist die Hauptidee hinter dem Preis der Wirtschaft. Es ist ja kaum bekannt, dass hier ein Klavierproduzent wieder vor Ort ist. Und das ist, ich sag mal, wichtig, dass wir die Unternehmen, die auch, ich sag mal, Wirtschaftlichkeit im Landkreis darstellen, auch wieder beleben oder zeigen, aufzeigen und Marketingarbeit leisten. Die Tasteninstrumente aus Luckenwalde finden seit jeher Abnehmer in aller Welt. Derzeit werden 2 Klavier- und 2 Flügelmodelle hergestellt. Da ist nicht viel mit CNC oder mit Fließbandarbeit. Da wird halt jedes Stück einzeln per Hand bearbeitet und wird auf jedes Instrument so zugeschnitten, dass es passt. Also für so ein Klavier braucht man ca. 140 Stunden und für so einen Flügel nochmal 100 Stunden mehr, 240 bis 250 Stunden. Also je nach Aufwand. Die Niendorf Piano GmbH ist ein Unternehmen im Aufbruch und braucht für die Zukunft Leute, die ihr Handwerk verstehen. Künftig sollen Piano- und Cembalobauer ausgebildet werden.